So, Hallöchen und willkommen zur 2000. Folge Let's Play Minecraft mit mir, Eroini, dem Litos Texture Pack Minecraft 186, der Hintergrundmusik von Opa spielt. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich alle erwähnt, die ich gerne erwähnen wollte. So, was machen wir heute? Heute werden wir nochmal ein bisschen Feinschliff machen an unseren aktuellen Projekten. Das heißt, ich hole erstmal die Eichensetzlinge und die Blumen aus dem Lager. Denn wir haben ja noch dort hinten bei den Wohnhäusern. Habe ich keine Setzlinge hier? Na, alles weggeschmissen sofort. Naja, dann halt nur mit Blumen. Geht auch. Wir haben da hinten ja noch bei den, nicht bei den Wohnhäusern, bei den Arztpraxen, da haben wir ja noch gar nicht mal so ein bisschen drüber gearbeitet. Hier kann auch noch was hin. Da gucken wir jetzt einfach mal schnell ein bisschen was hinpflanzen. Oder auch hier zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist ja noch nicht klar, was dorthin kommt. Deshalb pflanze ich da ja auch noch nicht. 2000 Folgen. Mann, war das eine lange Zeit. Mann, haben wir in der Zeit viel gemacht. Was machen wir wohl in den nächsten 2000 Folgen? Ich krieg ja bald eine schnellere DSL-Leitung. Wartet kurz. Ja, haben wir ja nicht, dass es verrutscht. Ja, Bottrop geht auch endlich auf die 100.000er-Leitung. Das heißt, ich könnte vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. So, hier vorne kommt nur Gras hin. Bis wir irgendwann mal ein paar Bäumchen haben, die wir hier hinsetzen können. So. Dann ist nicht sehr viel Platz für Grünes. Ja. Wir hatten doch irgendwo noch diese größeren Dinger. So. So. Na, so viel zum Thema Knochenmehl. So. Wo hätten wir denn Platz? Hier zum Beispiel. Ein bisschen zumindest. Und hier möchte ich gerne eine ganze Reihe von diesen doch relativ seltenen Blumen haben. So. Und dann noch bis zum Ende. Sieht bestimmt vom Weiten schön aus. Wenn da überall diese, ja, diese blauen Blumen durchgucken. Sonst einfach nur ein paar von den normalen Pflänzchen hin. So. Kann ruhig alles hier verbaut werden. Sammeln wir uns halt mal wieder ein paar neue Blumen. Nur die blauen nehme ich wieder mit zurück. Obwohl. So. Das war schon mal Schritt 1. Ach, wir haben noch Rot. Können wir noch ein paar Akzente setzen? Ups. In der Ecke zum Beispiel. Oder hier. Und man hat mir nachgesagt, ich hätte einen der Seelaternen in der Decke vergessen. Übersehen. Ah, da ist er. Okay, da muss man auch wirklich schon eine Brille aufhaben, um den da zu sehen. Wenn man da reingeht, guckt man ja nicht unbedingt an die Decke. Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich in meinem Video behauptet habe, also in der Abstimmung zum Bauwettbewerb, und behaupte natürlich das Gegenteil.
Früher haben wir die roten Blumen immer aufgehoben und verwahrt. Da wir sie für Farbstoff brauchten, das ist ja nicht mehr so. Oder vielmehr, ja, es ist noch so, aber es ist nicht mehr so, so, so. Ihr wisst, was ich meine. Also man kann noch roten Farbstoff draus machen, aber man muss es halt nicht mehr. So, dann kommen wir hier noch. So. Ja, es ist hier noch. Da würde ich gerne noch Halbsteine reinsetzen. So. So. Und so. Den einen nehmen wir mit. Und jetzt laufe ich ein Stück rein und hämmer mir dann hier einfach ein paar Blöcke raus. Du setzt hier am besten gleich noch so ein Ding rein. Ups. So. So, und jetzt kommt das nächste. So, wir haben ja unsere Geschenke bekommen. Jede Menge Geschenke, da danke ich nochmal und ich trinke kurz einen ganz kleinen Schluck. Ist doch heute recht warm. Ja, die Hitze macht einen zu schaffen, aber das geht ja jedem so. Nee, wir haben ja so viele tolle Geschenke bekommen und da sage ich auch nochmal Danke zu. Ja, so kann's gehen. Sie kommen rüber, um was zu bauen und bringen jede Menge Souvenirs mit. Die wir dann auch noch behalten dürfen. Ja, ich müsste auch mal wieder auf dem Server farmen. So. Wo hatten wir Kabel drin? Hier. Und Dreck war, glaube ich, voll. Ja. Kann der Dreck weg? So, wir haben 1, 2 Pyramiden. Und die dritte könnten wir eigentlich auch noch hinkriegen, indem wir einfach mal das Zeug dort ernten. So, dann brauchen wir natürlich wieder Eiche und Leuchtelaternen und Glowstones und Fackeln und einen Eimer. Ein bisschen mehr Holz vielleicht noch. Ja, Eichenholz ist, glaube ich, immer noch so ein Thema bei uns. Oder? Nö. Brauche ich sonst noch was? Bin ich überlegen. Lange her, aber ich glaube nicht. Man kann ja zur Vorsicht noch ein paar Kürbisse mitnehmen. So, dann nach hinten. Und schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. Ja, so viele Pyramiden sind in diesem Halbjahr jetzt noch nicht dazu gekommen. Ein paar, ja. Aber wenn man es mit letztes Jahr vergleicht, dann ist es wenig. Aber, sag mal, die meisten häufigen Sachen haben wir jetzt halt schon verbaut. Der wird halt langsam etwas kritischer. So, erstmal fangen wir mal hier an. Ach. So. So, das heißt, hier kommt jetzt die erste hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele hatten wir eigentlich? Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doch richtig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So. Na. So, dort eine Fackel hin. Dort eine Fackel hin. Ein
bisschen Dreck wäre nicht schlecht. Für die Ecken. So. Kann ich auf meiner Liste wieder zwei sehr seltene Rohstoffe abhaken. Wenn wir heute gut sind, und noch den dritten. Wir hatten doch noch irgendwo noch so eine halbe Tempelanlage. Da waren wir doch Holz ernten. Da hatten wir sie gefunden. Ja, vielleicht gehen wir da gleich nochmal gucken. Der Enderdrache steht auf jeden Fall fest für die nächste Version. Tolle Blöcke gibt's dann da. Ja, da kommen wieder einige Pyramiden dazu. Wir müssten auch mal die Nether-Pyramiden alle machen, da fehlen auch noch ein paar. Die ganzen Quarz-Pyramiden zum Beispiel. So. Da hinten stehen ja sogar noch Birken rum. Na, alles bitte. Ich habe übrigens eine tolle Idee. Wir machen da vorne eine Weiche hin und lassen dann die Minecart-Strecke in der Richtung erstmal weiterlaufen. So als, Grenze für den Anfang. Ach. Ja, ich habe die Woche Terraria gespielt. Man merkt das. Ich kriege die Blöcke nicht mehr hochgehoben. So. Ah. Vielleicht noch was drin? Nö. Zack. Damit kriegen wir erstmal ein Stück. So, möchte ich hier hinter einen Weg machen? Eigentlich nicht. Denn dadurch wäre diese Fläche noch größer. Das ärgert mich. Eigentlich könnten wir hier schon hinmachen. Das sind halt zwei Reihen. Drei Reihen, die stören. Ich bin schon überlegen, das Ganze einfach ein bisschen zu versetzen. Das wäre vielleicht sogar optisch gesehen das Schönere, denn ich weiß einfach nicht, was ich mit dieser großen Fläche machen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, doch. Stimmte doch. Wo ist eigentlich meine Axt? Da. Ich darf kein Terraria mehr spielen, ich sehe es. So, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich muss ja einfach nur nach oben gucken. Ja, das kommt davon, wenn man so ein paar Wochen keine Pyramiden baut, dann ist man schon aus der Übung. So. Da steht die nächste. Ja, also versetzen wir jetzt die Bahnstrecke drei Felder nach vorne. Ja, wäre vielleicht das Einfachste. So, dass sie am besten... Aber die Glasscheiben! Da muss ich Glasscheiben holen. Wir haben genug Glasscheiben. Also das ist jetzt nicht das Problem. Vielleicht hätte ich auch einfach da einen Weg machen sollen. Oder wir setzen einfach da einen Weg hin und machen dann mal kurz. Wie sieht das denn aus? Also, muss ich das jetzt mit denen hier testen? 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre...
Zack, zack, dahin bitte. 1, 2, zack, zack, wird dann dorthin gehen. Dann machen wir hier einen Weg nämlich hin. Etwas breiteren Weg. So. Ach nee. Hier können wir dann ja schon die nächste dran setzen. Dann hätten wir eine Reihe asynchron so ein bisschen. Oder wir machen hier einen etwas breiteren Weg hin. So, dann. Dann hätten wir hier einen schmalen Weg, der würde bis dort hinten gehen. Und wartet mal ganz kurz. Okay, unwichtig. Wir hätten hier dann so einen richtig schön breiten Weg mal. Und das wird natürlich auch gehen. Was wir auf jeden Fall zuerst machen müssen, ist mal da drunter den Kabel setzen und den Sand wegpopeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert wird mit den Pyramiden heute. Ja, es ist halt doch eine recht breite Fläche und die möchte ich jetzt nicht unbedingt so leer da liegen lassen. Aber wie gesagt, wir machen die 2000. Folge etwas länger, aber irgendwie jetzt großartiges Special von wegen, ich entertaine jetzt nur eine Folge lang, gibt's jetzt nicht. Wir spielen schon ganz normal weiter Minecraft. So. Geht mir doch alle immer auf die Nerven. Naja, so. Sorry. So. Na gut, hier wird's höher. Muss ich dann... Machen wir erstmal bis hier dann. Eigentlich die untere Reihe hätte ich mir voll sparen können jetzt. Ja. Deshalb geht jetzt wahrscheinlich der Kabel nicht auf. Doch, tut er. So. Dann Dreck für die untere Reihe. Da kann dann im Laufe der Zeit Gras drüber wachsen. Natürlich haben wir jetzt zu wenig Dreck. Dann haben wir eine Reihe unsynchron und dafür einen breiteren Weg an einer Stelle. Naja, ich denke, damit kann man leben. Natürlich auch leben könnte. Es wäre, dass wir nur einen, dass wir hier wirklich die Wasserstrecke weglassen. An der Ecke, dann hätten wir nur einen. So. Nee, zwei hätten wir dann verschoben. Aber das macht dann den Weg natürlich schon wieder etwas ansehnlicher. Nur mal vier breit. Drei wären mir zwar noch lieber, aber jetzt noch einen weiter nach unten, dann wäre die untere Reihe der Pyramide hier drunter geklemmt. Nee, das sieht nicht aus. Nee, so ist schon okay. Toll, jetzt habe ich beide Flaschen angefangen. Naja. Die werden schon nicht alt in den 2 Stunden. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Übrigens, Eis können wir nicht machen. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 15. Also Packeis geht, aber Eis nicht. Steht zwar auf meiner Liste drauf, geht aber nicht. Da gibt es diesen einfachen kleinen Faktor, wir kriegen es nicht beleuchtet. Es würde uns einfach wegschmelzen. Allein schon hier die Entfernung zu diesem Kürbis würde reichen, um uns das normale Eis wegzutauen. Also normales Eis ist leider gestorben. Nochmal ganz kurz. Womit habe ich das verdient? Fließt dann auch schön nah an der Bahnstrecke hier alles vorbei. Was natürlich auch eine schöne Sache ist. Wenn man so dran vorbeifährt und man sieht dann auf der einen Seite... Ja, die Pyramiden und auf der anderen Seite, na gut, da ist momentan noch nix. Schön rutschig übrigens, gefällt mir nicht. So. Geht eigentlich Schneeblöcke schmelzen nicht, oder? Ich glaube nicht. Nur normale Schneeplatten. Mein Gott, die werden doch jetzt wohl mal 2 Stunden warten können, bis ich den Fehler behebe. Warum melden sie es nicht im Raupi-Bot als Fehler? Warum texten sie mich an? Idee. Skype beenden. So, jetzt haben wir Ruhe. Ja, ich will doch nicht bei der 2000. Folge auch noch gestört werden. Das ist für mich ja auch eine ganz besondere Folge. 2000! 2000 Folgen zu einem Spiel, das haben nicht viele Let's Player. Das ist schon was Besonderes, würde ich mal sagen. So. Und die Decke. Dass die Blöcke nicht durchsichtig sind. So, steht. So. Hier. 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 Und was später für die Wasserleitung wichtig ist, dort. Also 2 kriegen wir noch hin, bis die Bahnstrecke einen Knick macht, oder? Na, geschätzt würde ich schon sagen, ja. So, jetzt können wir gleich mal hier rum, bis wir hier anbauen können. Das wird noch dauern. So, dann gibt man einen ordentlichen Stapel her. Die Bahnstrecke zu versetzen, wäre vielleicht auch noch gegangen, aber... Und dann auch noch die ganzen Glowstones, die wir da verbaut haben, davon wäre auch ein Teil kaputt gegangen. Es wäre nicht schön gewesen, rohstofftechnisch. Wahrscheinlich hätte uns das 3/4 der ganzen Folge heute gekostet. Von daher war die Entscheidung schon nicht verkehrt. So, jetzt können wir schon... Da wir ja die Unterwassertempel noch machen wollen heute. So. Ja, hier geht's dann ganz geordnet wieder weiter. Verbauen, was geht, einfach. Und selbst wenn wir heute nicht mehr dazu kommen, haben wir auf jeden Fall... ein paar Lichtquellen in die Richtung. Sprich, ein paar weniger Monster.
Das ist ja auch nicht verkehrt. So, dann heißt es, das mit dem Wasser machen. So. Ja. Ja, das war eine ganz schlechte Idee. So. Der Seite. Ich hoffe, das gefriert mir jetzt nicht. Ich glaube, das würde nur in Eisbiom gefrieren. Schade, dass Wasser nicht auch neben Eis oder Packeis gefriert. Wenn man keine Lichtquelle daneben hat. Oder Wärmequelle. Das wäre auch noch eine interessante Option. Da würde sich einiges anbieten. Also quasi eine Möglichkeit, Wasser, Biom unabhängig gefrieren zu lassen. So, Eingang ist von vorne. So, 2000. Folge. Heute wird nicht gestorben. Habt ihr eigentlich gelesen, was auf der Minecon alles angekündigt wurde? Oder habt ihr euch den Stream angeschaut? Also, ich sag mal, die eigentliche Präsentation zur 1.9 fand ich ziemlich, naja. Ja, sie haben nochmal auf das Zweihandsystem sind sie nochmal eingegangen. Und die Pfeile vorgestellt. Ein bisschen was zum End gesagt zum neuen, aber das war jetzt. Naja, die neuen Blöcke haben sie gezeigt. Das war noch nicht bekannt. Was ich viel interessanter war, das war dieser Entwicklerblock, um Strukturen zu speichern und zu erstellen. Hinterher im Blog, wo sie sich über Minecraft-Entwicklung unterhalten haben. Das fand ich wirklich faszinierend und interessant. Und ich hoffe, dass wir diesen Blog irgendwann wirklich in-game kriegen. Wurde ja gesagt, dass er eventuell irgendwann kommt. Das ist doch eine richtig nette Sache eigentlich. Damit könnte ich Strukturen erstellen und sie dann direkt im Game, im Spiel einbinden. Also, wir bräuchten kein World Edit mehr, wir könnten das direkt über diesen Block machen. Der nächste Hard Mode also würde über diesen Block dann, würde ich unser gesamtes Lager speichern. Und dann einfach einfügen. Ich bin gespannt, ob dadurch jetzt auch mehr. Na. Was leckst du denn so rum? Naja, was wollte ich sagen? Ob jetzt auch mehr Strukturen kommen, allgemein. Denn es wurde ja auch gesagt, dass dieser Block halt entwickelt wurde, um es den Entwicklern einfacher zu machen, da sie vorher die ganzen Objekte handcodieren mussten. Also programmieren. Da ist man doch sehr gespannt, ob da jetzt irgendwelche großen Neuerungen kommen. So. Ja, das legen wir jetzt erstmal alles hier rein, weil das könnten wir ja gleich wieder brauchen. Und dann sehen wir uns da hinten mal um, würde ich sagen. Dreck. Wollte ich nochmal Sand? Ach ja, hier. So. Ja, das könnten wir. Also zwei könnten wir auf jeden Fall noch kriegen. Ohne größere Probleme. Farben? Hier. Das heißt, wenn wir das Ding dort finden und wenn da keiner von diesen dicken Fischen drin ist. Wenn wir es überhaupt wiederfinden, heißt es. Aber wir gucken einfach mal, wie groß das ist. Und was es da drin zu holen gibt. Ja, und danach bauen wir dann noch eventuell die zwei Pyramiden dahin. Und dann machen wir die Weltkarte. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Dafür haben wir jetzt 1,5 Stunden Zeit. Hm.
Und dann geht's richtig ungefähr Viertelstundentakt weiter. Und wir machen den Anfang, indem wir ein neues Boot bauen im Hafen. Für die Mine, die wir ja letzte Mal oder vorletzte Mal, naja, hinterm Lehmbiom. Ihr wisst schon wo. Da wollten wir ja eine neue Mine anlegen und das werden wir auch tun und dann werden wir dort erstmal ein bisschen schürfen und hoffentlich ein paar tolle Sachen finden. Und es soll ja auch innerhalb der nächsten 2 Wochen soll ja der Snapshot kommen. Wobei wir den ersten aus sicherheitstechnischen Gründen nicht sofort nehmen werden. Da werde ich erstmal so ein bisschen experimentieren und gucken, wie stabil das läuft. Und abwägen die Risiken und die positiven Aspekte. Ja. Und dann nach 2 Wochen werden wir dann wahrscheinlich den Snapshot nehmen. Dann natürlich nicht den Snapshot, sondern dann den neuen Snapshot. Weil der, den ich dann getestet habe, ist dann wahrscheinlich schon alt. Und dann haben wir erstmal jede Menge Neues zu entdecken. Habt ihr die neue... Was war das? Die neuen Pflanzen mitbekommen? Dieses Koko-Dingens? Keine Ahnung. Wie die wachsen? Also man braucht erstmal sowas wie eine Kaktee. Und oben auf der Kaktee wächst dann die Pflanze. Und da habe ich auch schon eine tolle Idee, wie man das richtig schön sicher als Farm bauen kann. Das ist dann so einer der ersten Schritte, die wir machen. So, ich glaube, hier war's, oder? Naja, das werden wir ja sehen mit der Zeit. Ich hätte den Sound etwas höher stellen sollen. Aber ich bin momentan eh, ich bin auf einem Ohr fast... Ach, guck mal, da ist er doch. Ich bin auf einem Ohr etwas taub, also komplett dicht quasi, entzündet so ein bisschen. Yikes! Da schwimme ich nicht rein. Gott, wieso sind das so viele? Und wieso guckt er mich an? Ah! Nein! Hau ab! Hau ab! Ah! Hey, wie viele waren das bitte? Also, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so viele sind. So. Hier hatten wir Kies abgebaut irgendwann mal. Das sieht man, oder? So, also, ich würde sagen, wir graben uns jetzt irgendwo rund. Boah, das ist ja fast vor der Haustür. Guckt euch das an. Naja. So, mein Vorschlag. Wir versuchen jetzt einfach mal uns runterzugraben. Zumindest ein Stück. Nehmen das Eisen hier mit. Und das Eisen und das und das und das. Auch wenn wir jetzt erstmal wieder genug haben. Schadet es ja nicht, wenn wir da noch ein bisschen was drauflegen. So. Ich glaube, ein bisschen tiefer müssen wir aber noch. Wenn sich bitte mal der Boden entscheiden könnte, ob er jetzt Dreck ist oder Stein, da wäre ich wirklich sehr verbunden. Ah, ich glaube, er hat sich entschieden. Er will Stein sein. So. Wir müssen auf jeden Fall unter die Wasseroberfläche. Glaub, stürmt das draußen? Oh, Tatsache. Wo ist denn F3? Das sollte eigentlich schon fast reichen. Vielleicht noch eine Reihe tiefer und dann
So. Dann graben wir einfach mal in die Richtung. Wenn wir noch nicht tief genug sind, mein Gott, dann gehen wir halt hier nochmal irgendwo tiefer. Oh. Das hat ja so gerade gepasst. Ah, naja. Wir sind definitiv noch nicht tief genug. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst? Oder wenn ihr dieses Gefühl habt, niesen zu müssen, aber der Nieser kommt nicht? So fühle ich mich gerade. So. Also bisher sehe ich, dass ich hier nichts sehe. Also nichts Interessantes oder Auffälliges. Mal ganz kurz. So. Ja, dann. Gucken. Wo ist das dunkel? Da kennt man ja gar nichts. Ja, also wenn, dann müssen wir wahrscheinlich weiter runter irgendwo hier. Da oben ist auf jeden Fall nichts. Einfach mal immer so ein bisschen nach links und rechts bohren. Irgendwo unter diesem Wasser muss hier was sein, sonst würden die ja nicht spawnen. Ganz einfache Logik. Alternativ holen wir uns gleich einen Bogen und 10 Pfeile und dann machen wir die einfach kalt. Ja, ein bisschen mehr als 10 Pfeile brauchen wir da schon. Geht das, dass die ohne Tempel spawnen? Aber ich meine, die brauchen doch wohl zumindest ein Stück Tempel. Wie sie aussieht, brauchen die erstmal gar keinen Tempel. Ne? Sieht nicht danach aus. Wir gehen zum anderen. Da habe ich eine tolle Idee. Wir nehmen einfach jede Menge Kies mit. Hauen das Ding richtig zu und dann können wir in Ruhe abernten. Wobei Sand besser wäre. Geht einfach schneller zum Abernten. Ja, ich glaube, hier ist wirklich nichts. Sonst hätten wir ja schon, so wie beim, so wie da drüben, irgendwie so ein... Ja, das sah ja aus wie so ein Biombruch unter Tage quasi. Da war ja alles voll mit Wasser. Und hier ist ja... Muss er vielleicht auf der anderen Seite. Nur nochmal so 5 Felder hier lang gehen. Hm.
enttäuschend. Nö. Meine Theorie dann, die Stelle über den Tempel ist so konzipiert, dass sie als Tempel gilt, obwohl sie keine Tempelsteine hat. Sprich, die Mobs spawnen dort. Aber es gibt halt nichts für uns zu holen. Denn sonst müsste man ja hier irgendwo was sehen. Das ist ja genau da, wo wir gebuddelt haben. Spannend. Da werde ich mal ein bisschen nachforschen. Naja, der Vorteil ist, wir können... Ach ja. Ah, guck mal, da haben wir sogar einen Kuchen hingestellt. Ah, das waren noch die guten alten MC-MMO-Zeiten. Wo wir aus Dreck Kuchen bekommen haben, selten. Und aus Kies. Ah, schöne Sache. Ich vermisse dieses Add-on. Das war lustig. Wir hatten zwar immer ein volles Inventar, aber es war lustig, da man so viele tolle Sachen irgendwie bekommen hat. Ich wäre ja ein sehr großer Fan davon, da es jetzt inzwischen so viele verschiedene Items gibt, dass man mal die Stackgröße erhöht. Und ich meine nicht einfach nur verdoppeln, nein, ich rede davon, sie wirklich zu erhöhen. Irgendwie auf 512 oder... sowas in der Richtung. Jetzt. Dann gehen wir am Hauptlager vorbei, holen uns Bogen, Pfeile. Das Übliche. Ja, das ist für mich eigentlich das Unübliche raus. Dann gehen wir ins Nebenlager, holen dort. Ja, ich sag mal 7 Stacks Sand raus und dann geht's los. So. Quatsch. Wo kommt die Kuh her? Naja, ab und zu spawnen halt doch nochmal ein paar Tiere. Was auch gut ist. Ich meine, das war ja so gerade das Problem vieler Beta-Welten, die zu der Zeitpunkt, die zu dem Zeitpunkt existiert haben. Dadurch, dass plötzlich keine Tiere mehr gespawnt sind, gab es auch erstmal keine Tiere mehr in diesen Welten. Ja, es war zu dem Zeitpunkt schon richtig mies. So. Genug Munition, würde ich sagen. Der Kabel kann erstmal hier rein. Pfeile, Bögen. Haben wir da unten irgendeinen heilen Bogen? Obwohl, die können wir ja übereinander craften. Da sind eh viel zu viele. Stärke, Stärke. Ah. Wenn ich jetzt die beiden zusammenkrafte. Na, schade. So. Nahkampf ist ja nicht bei den Viechern. Das sind sie ja etwas scheu. Und das ist auch noch was für die nächsten Folgen, dass wir die mal alle hier so ein bisschen aufräumen. Zumindest die Items so ein bisschen rausfiltern, von denen wir jetzt große Mengen drin haben. Warum liegen da eigentlich Eier drin? Ach, stimmt. Ah, wir wollten ja vorher noch unsere Beinverzauberung machen. Vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das vorher noch tun. Bevor wir uns mit den Viechern anlegen. Ach, sag mal. Ich glaube, ich spinne. Hier hätte so ein Unterwassertempel spawnen müssen, in der Mitte dieses Sees. Das wäre sicher auch lustig geworden. Gut, das heißt erstmal einmal Hühner schlachten.
dann uns die Füße holen, 30 ab. Wir machen das später, oder? Ich weiß nicht. Was ist spannender? Ja, natürlich gegen die Monster zu kämpfen und den Tempel da unten mal leer zu räumen. Ach, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sollte reichen. Ansonsten müssen wir uns da in der Gegend was farmen. Ich könnte ja theoretisch den Tempel aus dem Hard Mode noch rüber kopieren. Ich meine, das wäre ja relativ einfach. Nur wo wollen wir den hinstellen? Das Wasser hier ist eindeutig überall zu flach. So gerne ich ihn auch in meinem Angelteich hätte, so sehr widerstrebt es mir, mir den da reinzusetzen, um dann die ganze Zeit von diesen Einäugigen. Boah! Ja. Da müssen wir nachher ran. Oh, und ist schon fast die Hälfte der Zeit rum. Naja. Tempel. Eier. Hühner. Die müssen dringend mal wieder geleert werden. Ich glaube, ich lasse das Ding wirklich offen. Es ist einfach ein bisschen zu extrem geworden. Und denkt dran, bei 30 Leveln müssen wir direkt uns die Schuhe holen, damit wir danach keine XP verschwenden. Naja, zumindest haben wir eine Einaugenfisch-Spawn-Anlage in der Nähe. Also, wenn wir irgendwann mal das dringende Bedürfnis haben, die abzufarmen. Ich hätte mein Futter nochmal auffüllen müssen. Na, jetzt ist es zu spät. So, ich hatte das Ganze ja mit einem Kreuz markiert. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war kurz hier hinter. Ja, kurz in dem Sumpf da, glaube ich. Hier so am Rand. Oft genug waren wir ja hier schon. Wir haben ja hier auch schon Holz geerntet. Ja, ich meine, das war hier. Nee, hier war es definitiv nicht. Ich hatte die Stelle doch markiert. Kann das sein? Hier? Ja. So, jetzt gehen wir erstmal rein und lassen uns nach oben. Wir hatten ja hier oben extra so schön ausgekachtelt. Hä? Nee. Das meinte ich übrigens mit diesem Biombruch. Ich glaube, das war eher hier rein, oder? Ja. Ja, und jetzt schön nach oben. Oh je. Autsch. Ich glaube, ich sterbe. Scheiße. Mann, waren da jetzt viele von den Viechern. Hier rein. Wir hatten doch. Ach so, ah. So, ja, besser. Ah! Oh. Okay. So.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal das ganze Ding weiter ausschachten. So dass wir hier so ein richtig schönes Sandviereck kriegen. Und keine Sorge, den meisten Sand holen wir uns später zurück. Sag mal. Meine Zielgenauigkeit ist bemerkenswert, oder? So. Wieso können die durch den Sand ballern? Was für blöde Winkel machen die hier? So, dicht. Wie viele sind das eigentlich? Also das waren letzte Mal deutlich weniger, als wir hier waren. Ja. Haha. Tja. Schnell die immer abhauen. Ist das noch weit bis hinten? Oh ja, ist noch ein schönes Stück. Ich hätte doch vorher das mit den Hühnern machen sollen. Das gibt ein ganz besonderes Schild auf dem Friedhof. Ja, wie viel ist eigentlich heute? Der siebte, oder? Der siebte, siebte. Jep, der siebte, siebte. Und darunter kommt Folge 2000 in Klammern. Und jetzt müssen wir uns beeilen, sonst sind die Sachen auch noch weg. Dann starten wir nach 2001, genau wie damals bei Folge 0, ohne alles. Aber wo sollte ich da noch ausweichen? Es ist halt mit diesen blöden Laserstrahlen. Ich hätte mir Hühnchen mitnehmen sollen. Ich kann nachher nämlich nur noch dackeln, wenn ich das sehe. Muss das jetzt so schnell abnehmen? So, da vorne war das irgendwo. Beim Sumpf. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ich habe doch alles zugemauert. Ach, scheiße. Oh, wenn wir da nicht hinkommen. Ich dreh ab. Dann dreh ich ab. Na super.
war die Fackel? Ja. Ach. Hoch, hoch, hoch. Scheiße. Was ich hier alles mit Sand zugebaut habe. Nein, 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 nein. Ah, hier geht's hoch. Da noch was? Da. Oh. Sieht alles vollständig aus. Jut. Zumindest die Sachen gerettet. Das ist so das Wichtigste. Und jetzt warten wir ein bisschen. Wir können uns ja den Bogen wieder mal reinziehen. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier erstmal bis hierhin dicht haben, das reicht dann erstmal. So. Oh mein Gott, die Kohle kann man ja noch mitnehmen. Ja, das haben wir hier natürlich. So, du geht's doch flott. So, dann haben wir erstmal eine schön große Fläche, wo wir ernten können. Ja. Toll, wieso habe ich denn da noch so eine Ritze gelassen? So, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Kabel. Igeln wir uns nämlich so ein bisschen ein hier. Das hier mache ich jetzt noch zu. Dann da drüben. So.
Hier, diesen kleinen Krater hätte ich auch noch gerne dicht. Die Viecher haben mich einmal getötet, ich lasse mich kein zweites Mal töten. So. Und jetzt heißt es den Sand... außer natürlich diese eine Stelle hier. Die bleiben... wieder rauszurupfen. Und alle Stellen dazwischen jetzt, wo jetzt noch Wasser fließt, die werden halt entsprechend zugestopft. Und so geht das jetzt Stück für Stück weiter. Es ist jetzt natürlich auch unser Glück, dass wir hier kein Dingens haben. Wir heißen dann nochmal großen Wächter. Elder. Elder, Wächter, Ältester. Ich glaube, irgendwie so war das. So. Was habe ich gesagt über... Oh ja. Ja, toll. Ach, setz den Block überall hin und nicht da, wo der hin muss. So. So. So, jetzt lassen wir es erstmal bis hier hin und jetzt... richtig produktiv ernten. Klar ist jetzt da unten auch noch Wasser drin. So. Da ist auch ein Ausgang, prima. Ja, ein paar Blöcke werden verloren gehen, das sehe ich jetzt schon. Aber wir werden wahrscheinlich einen Großteil noch auffischen können. Na, guck mal, hier unten drunter sitzen sie und lauern schon wieder. Wäre natürlich jetzt schöner, wenn das Ganze hier ein Festkörper wäre. Also nicht jetzt hohl von innen, sondern richtig schön ausgefüllt. Ich glaube, da ist einer auf dem Trockenen. Ups. Wo denn? Oh ja, hier geht's wieder richtig tief runter. Oh ja. Da geht's wirklich tief runter. Was ist da unten? Ach, das ist nur so ein Fisch. Wir müssen doch wahrscheinlich dann auch nochmal die Wände nachgucken. Hm. Nö, scheint aber alles solide Wände hier zu haben, links und rechts. Wow, wir haben fast unseren gesamten Sand gleich hier reingekippt. Ja, wir haben ja zum Glück momentan viel Sand. Eigentlich hätte ich es ja mit Kies gemacht. Das hätte zwar länger gedauert, aber Kies ist halt nicht so wichtig für den Bau wie Sand. Aber ich denke, wir können uns momentan beides erlauben. So können wir auch das Angenehmere nehmen. Und wo hat er denn jetzt geschossen? So. Also ist nur noch hier diese etwas tiefere Zone über. So.
Und Vierer zu entwässern ist nicht gerade einfach. So, ja. Da kam von dort noch was durch. So. Und dann können wir an die nächste Reihe rangehen. Da wartet er schon auf uns. Na, da unten sind auch noch ein paar Seelaternen. Ist dann sch. Ah, guck mal. Ja, die können wir später ja wieder zusammenbasteln. So. Immer schön dafür sorgen, dass das Wasser wegbleibt. So. Ja, ich glaube, für Seelaternen, für dafür eine Pyramide ist es noch etwas wenig, was wir hier kriegen. Ja. Aber die beiden anderen? Wie war das? Aus denen hier? Nee. Aus denen hier. Irgendwie konnte man doch die anderen noch craften, oder? So. So, an den Wänden können wir ja mal ein paar Fackeln aufhängen. Ach, natürlich. Man sollte immer oben anfangen. Wieso läuft das jetzt noch? Weil sich da aus irgendeinem unerklärlichen Grund eine ewige Wasserquelle gebildet hat. Es war mir klar, dass da drunter noch so viel Wasser ist. Ich werde noch zu einem richtigen Schützen. So. Um das nochmal zu betonen, einen richtigen Tiefseetempel könnten wir so nicht abbauen, so ohne weiteres. Da dort dann der Elder drin sitzt und uns blockiert. So. Jetzt kriegen wir auch langsam mal ein bisschen Sand wieder. Man merkt schon, das ist wirklich ein so ein Chunk, der hier überschrieben wurde. Ach, guck mal, so ein bisschen dunklen haben wir dann auch noch bekommen. Und jetzt können wir uns schon richtig tief hier runterbuddeln. Das hier ist eine. Nein, ist leider keine feste Außenwand. Schade. Wäre ja zu schön gewesen. Ich wollte eigentlich nur einen abbauen. Damit ich hier wieder hochkomme. Und da unten Wasser, Sand reinwerfen kann ins Wasser. So.
aber auch immer viel Wasser drin. So. So. Lange können wir uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr hier aufhalten. Ich will auf jeden Fall noch die Weltkarte erneuern. Damit wir dann auch die aktuelle Weltkarte für das Safe haben. Für das Safe Game. Dass ich euch ja hochlade zur 2000. Folge. Ne, dann ist da wieder Wasser. Haben wir keinen Sand mehr? Ah doch. Puh. Was ist eigentlich hier drunter? Ah! Das ist schon Ende. Na gut. Dann können wir das kleine Stück hier auch noch komplett abernten. Okay, verstehe. So. Na, dann machen wir das Stück fertig. Haben wir ungefähr die Hälfte hier weggehauen. Ja, da ist noch eine Lücke. Haben wir dann so eine kleine Wand drin für die nächste. Für den nächsten Haufen. So. Ohne nennenswerte Probleme, wenn man mal von dem einen Tod absieht. So. Ach, da war noch ein Wasser. Und da auch noch ein Wasser. Ja, den Gang da oben können wir jetzt mehr oder weniger vergessen. So. Wenn es die komischen Fische nicht sind, dann ist es halt der Zombie, der mich tötet. Jut. Ach. Kommt ihr denn jetzt alle her auf einmal? Hätte ich vielleicht noch einen höher stapeln sollen. Gib mal Kabel her. Ordentlich Kabel. Thank you.
theoretisch müsste doch, wenn ich die oberste Reihe schon aus Kabel mache, dann die unteren nicht mehr ablaufen. Oh. Oh oh. Aber der wird gleich trockengelegt. Ja. Hä? Wo ist der Kumpel hin? Ach. Hat sich verpisst. Hm. Ist ja nicht nett. So. Hey Kumpel, da bist du ja wieder. Aha. Und schwupp, Stufe 10. Ja, es wird trotzdem noch rauslaufen, yep. Ach, scheiße. Jetzt habe ich es mir verbaut. Wollte ich das so geschickt lösen hier? So. Und das zieht man jetzt über die komplette Reihe. Macht dann noch diesen einen hier weg. Schwupp, kann man da unten ernten, was man will, und von oben kommt nichts mehr. Damit können wir nämlich auch noch die letzte Reihe hier rausziehen. Von wegen die letzte Reihe. Dahinter geht's noch weiter. Ja, da müssen wir auf jeden Fall so einen reinsetzen. Da ist ja immerhin ein Weg. Den wollen wir ja als solchen auch erhalten bleiben lassen. Aber ich denke, für den Anfang haben wir jetzt auf jeden Fall genug geerntet. Das ist doch ein schönes Stück, das wir hier rausgeholt haben. Wo ging's nochmal hoch? Ach ja, da ist die Treppe. Dann sind wir bei 80. Ja, bis wir gebaut haben, bei 100. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall beide rauskriegen. So. Hier lang. Ich meine, da ist der Sumpf, da ist der Wald. Ja, hier lang wird wohl richtig sein. Von der Seite aus habe ich noch immer so leichte Navigationsprobleme, weil es keinen wirklichen Anhaltspunkt gibt. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Aber ich glaube, dieser Berg hier ist ein recht guter Hinweis. Vielleicht setze ich da einfach auch nochmal ein Feuer drauf. Nee, das ist nicht unser Berg, oder? Aber hier habe ich alles abgeerntet. Nee, ist doch, ist richtig. Da vorne wird schon heller. Da ist unser Turm. So. Irgendwie konnte man die auch craften, das weiß ich. Also die dunklen.
was auf jeden Fall geht, das sind die Dinger zusammensetzen. Naja, aber für zwei Pyramiden haben wir definitiv genug Zeug. Das ist Prismarin, das sind Prismarin-Ziegel. So. Ich werde mal ganz kurz im Wiki schauen. Ja, okay, dazu brauchen wir die einzelnen Scherben. Also die Dinger, die ich gerade hier irgendwo reingeschmissen habe, in größeren Mengen. Na jetzt, dann schauen wir mal. Hiervon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ein bisschen was haben wir dann noch über. So. Ja, von mir aus. Da müssen wir also doch mal intensiv farmen gehen. Hab ich jetzt auch nichts vergessen? Nö, sieht gut aus. Die Karte machen wir dann gleich ja eh im Creative-Modus. Ich glaube, im Creative-Modus können wir die sogar hängen lassen. Und einfach nur einfach mit der mittleren Taste drauf gehen. Dann haben wir eine Kopie. Und die aktualisiert dann auch die hängende Karte. Das heißt, das macht es dann für uns wesentlich einfacher. Und danach gehen wir Hühner schlachten. Vielleicht kriegen wir doch noch unser Level 30. Ach, das Schild müssen wir auch noch aufhängen. Das machen wir auf den Weg zu den Karten gleich. So. Testweise möchte ich da jetzt erstmal eine daneben setzen. Um zu gucken, wie weit der Platz reicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ups! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Fackel. 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 Kein Dreck dabei. Tja. Ich glaube, den habe ich gerade abgelegt. Gehabt. Naja, da muss halt die Ecke hier dran glauben. Ja, nicht viel Dreck. So. Dann lege ich mir erstmal ein gesundes Polster an. Bis zum Jahresende. Ups. Ich kann übrigens nicht versprechen, dass wir den Flughafen bis dahin fertig kriegen. Denn so wie ich mir das vorstelle, wird dieses Projekt verdammt groß. Also ich denke, von den Quadratmetern her auf jeden Fall das größte Projekt, das wir bisher gebaut haben. Falsch.
Ja, damit hätte ich auch nicht gedacht, dass die uns das da so einfach machen. Na gut, einmal haben sie mich gekriegt, aber ansonsten lief es doch reibungslos. Ich finde das übrigens toll, dass diese Klötze die Farbe wechseln. Auch wenn sie es nicht ganz synchron tun. Das liegt wohl an den Drehen und an den verschiedenen Seiten des Blocks. Aber es verleiht ihm auch ein bisschen mehr Tiefe. Was an sich auch nicht schlecht ist. Tja, unser Basislager kann man jetzt von der Stadt aus sehen. Also das zweite. Da vorne um die Ecke ist es. Sobald der Berg weg ist, hat man freie Sicht drauf. Das ist übrigens falsch. Ja. So, Nummer 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und dann hat man noch Platz für einen Weg. Ist nicht so viel wie auf der anderen Seite, aber auch nicht zu wenig. Ist doch eine gesunde Mischung. So, die zweite Pyramide packen wir jetzt hier hin. Dann kommt die dritte Prismarin-Pyramide, nämlich genau daneben oder vielmehr zwischen die beiden. Und wenn wir irgendwann die Seelaternen haben... Ach, hier muss ich erzählen. Ach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Was ist los, Tilly? Warum mautst du hier so rum? Ich weiß, es ist warm, es ist fast unerträglich warm und dein Pelz macht es wahrscheinlich nur noch schlimmer. Aber du willst dich ja nicht kalt abduschen lassen von mir. Bist du selbst dran schuld? Ich verstehe diese Empfindlichkeit mancher Tiere auf Wasser eh nicht. Als wird das wehtun. Naja... Es gibt auch Menschen, die so auf Wasser reagieren. Darf ich übrigens sagen, dass seit meine Mutter ihren eigenen Pool im Garten hat, der auch eine gewisse Größe hat, das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter wesentlich besser ist im Sommer als im Winter? Liegt bestimmt nicht an dem Wasser. Ich wünschte, ich hätte auch einen Pool hier. Ich habe es ja auf dem Balkon getestet, aber der ist auch schon kaputt leicht. So. Hat auch nicht wirklich Spaß gemacht in dem kleinen Balkon. Da war ja nicht genügend Platz für meine üppigen Maße drin. Also ich konnte mich zwar reinlegen, aber bewegen war da nicht mehr. Uff. 30 cm nach links und 30 cm nach rechts. Ach, scheiß drauf. Jetzt puppel den da nicht raus, setz ein Dach drauf und fertig. So. Dorthin. 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 Und es geht perfekt auf. Dorthin. Es gibt mir nochmal die drei Blöcke her. So. Dann noch das Wasser.
Und dann haben wir auch mal wieder neue Pyramiden gebaut. 4 Stück. Ja, so wenig haben wir dies Jahr ja auch nicht gemacht. Wir haben ja die ganzen Wollpyramiden noch fertig gemacht. Also so ganz faul waren wir in dem Bezug ja dann auch nicht. So, und noch du. Wir müssen mal zusehen, dass wir die Glaspyramiden alle fertig kriegen. Da fehlen nämlich auch noch ein paar. Wir haben ja momentan genug Glas. Von daher würde das, denke ich, gut reichen. So. Das heißt, hier sind wir jetzt auch fertig. Zumindest für heute. So, das heißt zurück zum Lager. Zum Zwischenlager, die Sachen ablegen, auch unsere Tools. Denn ist ja doch so, dass man im Creative Mode sich dann doch mal verklickt und dann sind die Sachen weg. Und sich dann zu erinnern, was exakt für eine Verzauberung drauf war und welche ID das war, ist halt doch dann nicht ganz so angenehm. Deshalb legen wir alles ab, holen uns dann die Karten. So. Nur die Prismarin-Dinger können jetzt einfach hier wieder mit rein. Hier kommt der Glowstone. Und auch das Holz. So. Oder. Ah! Einmal vollfressen noch. Bis zum Friedhof ist ja auch ein Stück. Nicht, dass wir bis dahin leer gehen. So. Das kommt hier rein. Und da können wir uns alles nochmal in Ruhe von oben anschauen. Oder vielmehr, wir gucken uns die Karten an. Na los. Denn viel mehr wird man nicht sehen. So. Ich walte meiner traurigen Pflicht. So. Heroini, Wächter, Siebter, 2015. Ach nee, es ist genau andersrum hier. Wenn ich so daneben guck. So. 7.7.2015. Wow. Da liegen schon einige Iros. Die Reihe ist bald voll. Hatte ich nicht irgendwie mal was gesagt, ich möchte dieses Jahr nicht sterben? Ich meine, ich kann mich so ganz knapp daran erinnern. So, jetzt können wir eigentlich schon rüberfliegen. Gucken, ob der Wald noch steht, wenn wir schon mal da drüber fliegen. Ja, der steht noch. Wunderbar. Wow, also wenn man von hier guckt, das ist schon ein Mordsding. So, das sollte hier unten dann auch ein bisschen angeglichen werden. So, ich würde sagen, wir testen das erstmal. Ups. Ach. ID 9. Sieht aber gut aus. Jut, dann würde ich sagen.
ein bisschen alles sortiert. Wisst ihr was? Abnehmen und neu machen ist doch einfacher. So. Ups. Da war ich gerade ein bisschen übereifrig. So. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müssten wir genau 30 Karten haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27, 28. Fehlen welche? 29? Hab ich die jetzt bekommen? Nö, die liegt ja immer noch da oben. 30. So, jetzt heißt es, das Ganze irgendwie in eine Reihenfolge kriegen. Hier sollte sich nichts getan haben. Ach ja. Nö. Ist das die hier? Das ist unten. Das ist auch unten. Das ist auch. Das ist. Ach, das ist hier oben. Da können wir doch gut anfangen. Aber ich glaube, dass ich mich hier in einem Baum verfangen habe. Dass sich an dieser Stelle auch nichts getan hat, seit wir das letzte Mal aktualisiert haben. Nö. Sieht alles noch genauso aus. Das ist der Hafen. Also der andere Hafen. Ich suche jetzt unseren Hafen. Tilly, hör mal auf. Mit diesem Rumschreien. Das macht einen ja wahnsinnig. Ich glaube, wir haben genau am falschen Ende angefangen. Ah. Aber ich glaube, wir brauchen eigentlich hier nur die Karte zu aktualisieren, die für das Boot zuständig ist. Was ist denn das? Ach so, da unten. Auch dort unten, auch dort unten, auch dort unten. Glaubst du, ich finde jetzt die Karte mit dem Boot? Nope, nope. Was ist da? Ach, da. Okay. Tio. Ach, da ist er ja. Das neue Boot schon drauf? Yep. Ich denke, wir können jetzt die oberen Karten, jetzt habe ich halt alles nur abgepflückt wegen dem scheiß Boot, oder? Können wir eigentlich schon wieder dran machen? Denn hier haben wir ja nicht wirklich was gebaut. Blup. Es ist mir auch erst aufgefallen, dass wir ja vor kurzem erst... Ich freue mich auf den nächsten Patch, wenn die Karten nicht mehr so sind. So... Ich hau ich jetzt einfach mal dorthin. Nein. Ich meine so. Das so? Ich glaube nicht. So, legen wir jetzt einfach mal nach oben, wo wir auf jeden Fall aktualisieren müssen. Hier. Hier nicht. Was bist du?
Du musst aktualisiert werden. Du eventuell, dass man da noch einen Zipfel sieht. Du warst, glaube ich, hier neben. Ja, und jetzt sieht man's. Ich muss alles nochmal einen rübersetzen. Du bin ich mir nicht sicher. Du auf keinen Fall. Du eigentlich auch nicht. Nee. Nee. Aber da ist eigentlich schon. Das könnte passen. Bin mir nur nicht sicher. Ja, ist das letzte Mal, dass ich alles abrupfer. Du warst, glaube ich, hier unten in der Ecke. Du aktualisierst auf jeden Fall. Du musst, glaube ich, auch aktualisiert werden. Du auch. Du nicht. Ihr noch mal ab, bitte. Ach, die sind wieder nach oben gelandet, wetten. So. Das heißt, ihr müsst dann auch noch mal einen hochgesetzt werden. Das ist übrigens eine tolle Sache, dass ich die alle gleichzeitig abrupfe, anstatt einen nacheinander, damit ich sie dann sofort in der richtigen Reihenfolge habe. Wo ist der dritte? Ach, da. So. Dann suche ich mal diesen Zipfel Wüste. Du wirst aktualisiert. Du wirst, denke ich, nicht aktualisiert. Da hat sich nichts dran getan. Du ja. Du auch ja. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Wo willst du denn hin? Du willst dort oben bestimmt hin, oder? Nein? Ach. Ja, hier haben wir zumindest diesen Zipfel Wüste, der hier hinkommt. Du wirst aktualisiert. Du nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, 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 nee. Das ist so gerade eben. Kannst du hier hin? Du kannst daneben. Du kannst daneben. Du wirst einen hochgestuft. So. Und bei dir könnte was geändert sein. Bei dir auch. Bei dir auch. Bei dir wird was geändert sein. Bei dir wird wahrscheinlich nichts geändert sein. Dich nehme ich aber einfach mal mit. Du bist das Basislager. Ach, das haben wir auch schon auf der Karte drauf. Dich müsste ich mal da unten in der Ecke voll machen, oder ist das Wüste? Achso. Stimmt, da hat sich nichts dran getan. Okay. Wo kommst du eigentlich hin? Was bist du?
bin mir nicht mal sicher, was du bist. Also, könnte es der Hafen sein? Ach ja, stimmt, mit dem Hühnerdings. Na gut. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal da an. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da könnte sein, dass der Zipfel sich ein bisschen geändert hat. Da unten, aber... So. Vielleicht müssten wir auftauchen. Nee, das ist alles noch zu weit weg. Vielleicht die Bäume da unten. Aber selbst die stehen noch. Ah. Okay. Du bist sauber. Du kommst später. Kommst auch später. Ich suche jetzt die andere Map. Haben wir die unten drin? Da. Ja, guck mal, da passiert schon was. Da unten. So, das war's auch schon auf der Map. So, die ist auch sauber. Nein. Suche jetzt die Schneemap. Da. Ach, die hat sich gleich mit aktualisiert. Gut. Schneemap auch fertig. So. Ah, die Felder. Da haben wir gleich die richtige Karte. Guckt euch das an. Wenn wir jetzt hier drüber fliegen, werden noch ein paar Bäume verschwinden. Nein, nicht. Dann halt keine Bäume. Wow, der Turm sieht fast schon 3D-mäßig aus. War der hier eigentlich auch drauf, der Zipfel? Yep, hat auch wunderbar geklappt. Dann hier die Karte, sieht auch alles. Ah, stimmt, die Stadt, die neue. Guckt euch das an, wie sich das da verändert hat. Ja, da hat sich eine ganze Stadt aufgebaut. So. Richtig wird man das eh erst sehen, wenn es gleich wieder an der Wand hängt. Hier müsste jetzt, ja, der ganze Küstenstreifen da verschwinden. Für unser Eierhaus. Und jetzt haben wir auch alles unten drin. Ja, weitere Umbauarbeiten. Alles detaillierter geworden jetzt. Ist auch fertig. Oh ja, jetzt geht's ab. Ja, der ganze Küstenstreifen. Komplett bis hinten hin jetzt anders. Ja, hier vorne ist jetzt noch ein bisschen was hässlich, aber... Da wollen wir ja noch was richtig drauf bauen. Nein? Hier hat sich jetzt erstmal nichts getan. Ich glaube, ein bisschen was an der Insel. Die eigentlich gar keine Insel ist, da die durch den Biombruch so mit der Wüste vernetzt ist. Ja. Hier hat man dann noch den Rest. Oho. Hier sieht man schön diesen einen schwarzen Streifen, wo wir so weit gebuddelt haben. Wo ist er denn? Da. Nee. Da. Jut. Auch fertig. Hier hat sich nichts getan. Wir wollten die Wüste anfangen abzubauen, haben es aber noch nicht angefangen. Hier hätte ich sie hinschicken sollen zum Sand holen. Anstatt da vorne diesen Berg. Aber den Berg hätten wir eh wegmachen müssen. Wo bist du eigentlich? Ah. Ach so, das ist hier die obere Hälfte. Ah. Verstehe. Na gut, da wird sich nichts dran getan haben.
Okay. Hier. Könnte es höchstens sein, dass noch ein paar Bäume verschwinden. Und tun sie es? Nö. Das heißt, dass wir verdammt sparsam mit Holz waren. So. Hier verändert sich einiges. Es sieht nicht mehr ganz so zerstört aus. Und hier tut sich momentan gar nichts. Nur da unten so ein bisschen an der Ecke. Ja, das meiste hat sich da vorne getan. So, dann hängen wir den ganzen Mist mal wieder auf. Live aktualisierende Karten, das wär's doch, die man nicht erst immer mit sich rumführen muss, um sie zu erneuern. So, landen. Im Creative Mode ausstöpseln. Und puzzeln. So, du warst dort. Du warst dort. Du kommst hier hin. Da drüber. Da drüber. Nein. Hä? Achso, du bist falsch. So. Ja, viel weiter nach unten dürfen wir jetzt auch gar nicht mehr gehen, erstmal. Obwohl wir nach oben auch nicht gerade mehr Spielraum haben. Aber wir haben ja noch hier die ganze Fläche und hier die ganze Fläche. Nein. Erstmal. Das. 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 Und jetzt das. So, da hängt sie wieder. Ja, man merkt, wo das neue Zentrum liegt. Also hier. Gut bebaut alles. Ja, da ist viel hinzugekommen. Jetzt noch hier der Wald, den wir ja mit der 1.9 machen wollten. So, aber jetzt starren wir die Karte auch nicht allzu lange an, denn wir wollen ja noch ein paar Hühner schlachten. Obwohl, das schaffen wir heute nicht mehr. Ach, noch 5 Minuten, dann ist die Zeit um. Ja, das wird dann wohl die erste Folge in der nächsten Aufnahme, dass wir dort drin mal wieder für Ordnung sorgen. Ja, und so geht die 2000. Folge zu Ende. Was sagt man an so einer Stelle? Eigentlich gar nichts, denn es geht ja eigentlich morgen direkt weiter mit der 2001. Ist kein Abschied, kein Ende. Es ist halt, ja, das Ende jetzt, so gesehen, das Ende der Eventzeit. So. Mehr brauchen wir, denke ich, nicht. In den letzten 4 Minuten bringen wir jetzt noch die Eier weg. Und dann werde ich einfach in der nächsten Folge die Hühner ernten. Das wird wahrscheinlich 2 Folgen dauern. So. Wenn wir noch Platz für Federn haben, kommen die schon mal in die Kiste. Ja, da ist jetzt einiges drin. Das funktioniert wunderbar.
Ohne irgendwelche Kommandoblöcke, ohne irgendwelche Cheats, einfach nur. Ach, rein. Mit den Hühnern. So. So, dann schauen wir mal, wo haben wir denn angefangen mit den Eiern? Hier. Was machen wir eigentlich, wenn dieses Eilager irgendwann voll ist? Naja, noch haben wir ja Raum nach oben. So, und ich verabschiede mich dann mal von euch. Es war auf jeden Fall toll. 2000 Folgen, wir haben dieses Halbjahr viel geschafft. Wir haben in den 2000 Folgen eine richtig tolle Welt gebaut. Und ich hoffe, es geht so weiter. Bis zu den nächsten 2000 Folgen.